Moin mal Leute, die Pfeiler hier. Willkommen zu einem neuen Video hier auf YouTube. Heute mal mit folgt direkt jemand rein. Danke dir. Arturosohn, danke dir für den Follow. Willkommen. Und heute mit Mosen am Start, mit Timo. Hallo, und zwar BWL-Talk heute. Hab mir gedacht, macht mal wieder Sinn irgendwie. Ich meine, wir haben beide BWL glücklicherweise schon geklärt, ne? Und haben, glaube ich, beide eine Meinung zur Uni generell. Und wir werden nebenbei hier ein bisschen auf... Danke, ja, genau. Hier auf The Noxus auf Horden-Seite ein bisschen entspannt nebenbei hochleveln, eine Gilde gründen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mitmachen. Und genau. Ja, aber jetzt, wie gesagt, ganz entspannt. Podcast-Format heute wieder. Wird ein bisschen länger dauern. Ja, Timo, wie war's denn? Ihr habt Server First geholt, ne? Mit eurer Gilde? Bei uns. Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr durch wart? 1:50, aber mit Bug am Anfang. Also wir... Was für ein Bug? Wir haben Razor Go gekillt und die Ads sind danach wieder gespawnt und haben nicht aufgehört zu spawnen. Und, okay. Ja, genau, das haben wir auch gedacht. Dann haben wir irgendwie den, die kamen danach wieder, nachdem wir ihn gekillt haben und haben uns dann halt die ganze Zeit, also sie haben nicht mehr aufgehört zu spawnen. Dann haben wir halt probiert, die weiter zu killen und dann sind wir einmal rausgerannt und probiert, ob sie dann weg waren, waren sie aber nicht. Dann haben wir draußen gewartet nochmal 5 Minuten mit Ausloggen und so. Mhm. Ja, und dann waren sie halt irgendwann despawned, aber das Ganze hat halt locker 20 Minuten gekostet oder so, weil wir wussten ja nicht, was abgeht. Also, okay. Und dann haben wir probiert, irgendwie in den anderen Raum zu gehen, die dann zu killen, aber ja. Ist wohl auch ein Bug, den ein paar Leute hatten. Und okay. Ja, ich habe von einigen Gilden gehört, von wegen, dass sie quasi Razorgo irgendwie auf 5% hätten oder so, ne? Dann sind sie gewiped und es waren noch andere Ads da, die ihn dann gekillt haben und dann konnten die noch looten. Ja, genau. Irgendwie so ganz komisch. Also da ist irgendwas nicht so ganz richtig. Das ist auch geil. Seltsam. Irgendwie stell dir vor, dann killen die so den Boss für dich und dann gehst du hin und ja, du das einfach. Ja. Weiter geht's. Ja, das war interessant. Wir hatten anscheinend einige irgendwie so ähnliche Probleme. Ja, habe ich auch gehört. Ja. Ja, share ich dir mal die Quest, kannst du da drin looten, ne? Geil. Und wie war so jetzt generell deine Erfahrung im BWL? Also war es so, wie du das vermutet hast, so? Oder sagst du irgendwie völlig anders, oder? Also wir haben uns halt ein bisschen gewundert. Also für uns war es, also wir sind natürlich nicht so durchgerockt wie Apes, aber da war halt schon klar, wir hatten gerade Razor Go Down, da meinten die, meinte halt irgendwer, Apes haben gerade Valstras Down. Und da war uns halt schon klar, okay, also die sind natürlich einfach abnormal schnell und so, ne? Mhm. Aber ja, es ist schon einfacher. Also wir hatten auch das Gefühl, es war schon sehr, sehr... Ja, wir haben auch im Suppression Room zum Beispiel sind wir halt wie immer links gegangen, ne? Und dann waren wir halt so, haben wir geklärt und dann wollten wir gerade durch zum Treppenhaus und auf einmal kam halt von oben alles. Also es ist halt praktisch von oben runter geaddet. Ja, hatten noch Apes auch. Ja, die hatten das auch. Aber wir haben dann halt einfach gesagt, okay, die lassen jetzt kommen. Alle halt irgendwie Frostnova und alle Sappers bereit machen. Und dann haben wir halt einfach alles weg AOE'd. Hat geklappt, ja? Nicht, ja. Okay. Ich habe einfach die ganze obere Etage weg. AOE'd. Ja, hatten wir auch. Aber ne, wir sind halt jetzt nicht so, ne, wir hatten keine Hardcore-Gilde. Ja, ich hab bei dir geguckt. Hatten einen Wipe, ja, genau, wir hatten einen Wipe. Wie weit seid ihr gekommen noch? Habt ihr auch geklärt dann? Wir haben auch geklärt, ja. Ja, nice. Aber halt in, ich glaube, wie lange waren wir drin, Reifer? 3,5 Stunden, glaube ich, ungefähr. Ne? Also halt deutlich entspannter. Ne? Ja, ich habe ein bisschen reingeguckt und da musste ich irgendwann weg. Aber ja, genau, also richtig. Also das war halt so, ja, wie gesagt, das war ein bisschen komisch. Auch so die, was waren das noch? Die Caster-Mobs irgendwie. Also den Trash nach Firemore oder nach Lashlayer, da kann man die Hexenmeister wiederum nicht interrupten. Danke dir, Barox, ne? Vielen Dank für 10 Gold. Timo bekommt vielleicht auch noch Gold gleich. Oh, nice. Danke dir, wie gesagt, aber alles gut, Leute. Es ist auch ein bisschen Fun hier so. Ja, müsst ihr nicht, Leute. Kommt runter.
Trotzdem nice, trotzdem nice. Genau, also nach Lashlayer, diese Hexenmeister-Mobs, die kann man nicht mehr interrupten, glaube ich, bei den Shadow Bolts. Das konnte man auf Private-Servern und die Flammen. Wir hatten auch noch einen Bug bei dem Trash danach. Irgendwie, wir haben Timo, wir sollen Hannover grüßen. Du wohnst sogar in Hannover. Ja, ja, ja. Mal machen. Ja, alte Liebe. Ne? Geht raus an die Kneipe alte Liebe. Beste die, Raucherkneipe. Ja, wo sie alle Hochdeutsch sprechen und ja. Vernünftiges Deutsch. Ne? Ja, richtig, ja. Ja, hier ist gerade hier ist so warme Luft gerade. Ist wie im Sommer, sondern hier kommt gerade dieser Orkan oder was es ist. Mit, so. Ja, egal, auf jeden Fall. Ja, alles in allem so ein bisschen einfacher. Auch bei Nefarian die Ads vorher, die aus diesen Toren kommen. Ja. Fand ich ja, halt, also da war ja gar nichts. Da ist ja nichts passiert. Das war definitiv overtuned. Ich habe mittlerweile eine andere Ansicht dazu, aber die ist Aluhut. Also ich sage, da stimmt irgendwas nicht. Das muss irgendein Pre-Patch oder also entweder das ist irgendein so ein komischer Pre-Patch zu TBC, den wir hier spielen, den sie der Einfachheit halber genommen haben, wo alles ein bisschen komisch ist. Und was genau es ist, kann ich nicht benennen. Es ist auch nur gefühlt, aber es ist auch nur Aluhut. Aber irgendwas stimmt nicht. Ob das jetzt irgendwie Rüstungswerte bei Mobs sind, die irgendwie anders sind, die schon auf TBC abgestimmt sind, damit das einfacher wird oder irgendwelche Resistances oder so, ich weiß es nicht. Aber es fühlt sich sehr, sehr squishy an alles. Und auch der ganze, also wir haben zum Beispiel auf Private Server, du kennst ja noch den Trash nach Lashlayer. Ja, ja, da ist auf jeden Fall einige Sachen anders, das ist mir auch aufgefallen. Zum Beispiel die Spellbinder kann man ja auch interrupten, ne? Das ging die kannst du wiederum, genau, die kannst du wiederum interrupten, was halt, ja. Und irgendwas macht kein Damage. Der Flamestrike von den Suppression Room Drachen, der macht keinen Schaden. Bin ich der Meinung. Jedenfalls war es in der Release-Nacht so. Ich weiß nicht, ob es jetzt. Der macht keinen Schaden. Also, nicht in dem Dings stehen und so, ne? Sonst kriegt die Uhr den Damage und so und der macht keinen Schaden. Also, nee, kein Problem, der macht nämlich keinen Damage. Was wollte ich noch sagen? Beispiel. Oh, ja. Tauner. Wer ist ein Tauner? 10 Gold, danke. Ja, der Bedanke war bei mir im Chat hier gerade Barox, genau. Oder? Ah, Junge. Vielen Dank. Ja. Sehr nett. Guter Junge. Auch wenn er Hordler ist. genau, und jetzt ist unsere, also du kennst ja doch den Trash halt, diese ganzen Warlock-Packs, diese Hexenmeister-Packs mit den Spellbindern halt auch und so. Und unsere Taktik ist, weil wir sind ja, ne, Avantgarde, ne, Cutting Edge, wir haben halt einen Prot-Parler-Tank als vierten Tank, der halt ab und zu heilt, ne, 50% der. Aber sonst ist er halt schon Tank, also die Prot und der Rest Holy. Und der, also die Taktik ist jetzt praktisch so und so einfach ist der Trash eigentlich, dass wir jetzt praktisch uns da ins Gate stellen. Wir ziehen die, also wir assignen, machen das jetzt andersrum, machen Tanks an die Hexenmeister und stellen unseren Prot-Tank da rein, der halt die Goblins einfach AOE tankt mit Fett Healen und dann halt irgendwie einen Tank an die beiden Warlocks, die bewegen sich sonst eh nicht. Ne, ziehen wir die los, dass die halt auch kommen mit dem Casten und die Spellbinder kriegen einen Tank. Die werden interrupted und dann da auch mit reingezogen und da wird einfach alles weg AOE'd. Okay. Das ist halt, Damit es schneller geht oder wie einfach wahrscheinlich, ne? Ja, und weil es halt auch das Einfachste ist. Weil warum willst du irgendwie vor jedem Pack dann 5 Minuten Sachen assignen und musst du die hinziehen und warten mit Damage und wenn du halt einfach einer pullt, alle stellen sich out of line of sight von denen, dann kommen die alle um die Ecke, dann kommt eine dicke Weihe, der wird weggeheilt und alle Range DPS knallen den AOE da rein. Wenn es ein Rain of Fire gibt, heilen wir den auch noch weg und die Nahkämpfer gehen vielleicht raus oder so. Und auch die werfen dann einfach Dynamit rein und fertig. Ja. Also wie gesagt, zur Frage zurück, alles in allem fühlt sich einfacher an, wieder mal. Hier wird gerade noch angemerkt, wir spielen halt den Pre-Patch, alles ist einfach einfacher, Items sind stärker. Ja, das ist klar, ja. Aber es fühlt sich schon. Das gab es ja alles auf Private-Servern auch. Also es ist ja das Gleiche. Das war da ja auch so. Aber es fühlt sich halt noch squish, also es fühlt sich alles so weich an. Die Mobs und ja, so. Ja, also wie gesagt, also ich habe halt gerade in den Farian-Ads vorhin ja schon ein bisschen so halt erwartet, dass so kommen wird, ne? Ich habe schon ein bisschen irgendwie auch, war mir halt schon klar, ne? Wie auch vielen anderen müssen, die auf Private-Servern gespielt haben.
Was ich aber auch wieder interessant fand auf der anderen Seite, viele haben auch Probleme im BWL gerade. Ja, genau, also, da können wir auf jeden Fall auch noch drauf eingehen. Es gibt halt echt auch Gilden, auch so gerade im deutschen Bereich, habe ich so bei manchen auf Twitch auch reingeschaut, die sind nicht weiter als bis Lashlayer gekommen, so in der Art, ne? Ja, klar, also das ist klar, also ich sage jetzt nicht, dass es... kommt immer drauf an, so auch, ne? Das kommt auf aus welcher Perspektive man das sieht. Ja. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn man jetzt erstmal nicht weiterkommt. Ich meine nur, jetzt aus unserer Sicht, wenn wir was anderes schon gespielt haben, wo wir es schon geklärt haben, im Vergleich dazu fühlt es sich weicher an. Also gerade diese Nefarian-Ads. Da ist einfach nichts. Wir haben so viele Sachen gefarmt und die dachten halt danach so, ja. Ach so, du meinst die Skelette, ne? Weil die so einfach waren, ja, ne? Die Skelette auch. Ja, also stimmt, Achtung, jetzt kommen die, ne? Ich dachte schon so, okay, zwei Healer auf Mosen bleiben und so, ja, die sind schon down. Ja. Du kannst sie quasi einfach ignorieren und einfach Nefarian umjucken. Das ist eigentlich vollkommen Latte, so gefühlt, ne? Es kann aber auch daran liegen, dass halt wirklich alle, also man muss halt auch sagen, alle haben sich richtig dolle darauf vorbereitet. Und ja, klar. Alle haben halt gesappert und alle haben Holy Water geschmissen. Ja, das ist also halt es wird auch daran liegen, ja, das ist ganz klar. Hast schon recht. Aber das trotzdem. Halt, da hat auch Tipps out ein Video drüber gemacht, ne? Ich weiß, man muss ihn nicht mögen, so, aber hat er auch gesagt, so ist einfach. Auf der einen Seite tryharden die Leute den Shit irgendwie so aus dem Spiel und auf der anderen Seite beschweren sie sich darüber, dass alles so einfach wäre. Ist halt irgendwie eine, auf jeden Fall. Nee, klar. Ja, es ist ja auch, nur wie gesagt, das hat man ja auch alles eigentlich auf Private-Servern gemacht und da war es trotzdem härter. Aber das kann einfach an einem Overtuning bei Private-Servern liegen. Das ist meine Theorie, das glaube ich auch immer noch dran. Die haben es auf Private-Servern einfach schwieriger gemacht, weil ihnen sonst keine Sau, weil sonst keiner geglaubt hätte, dass es quasi Vanilla-like wäre. Verstehst du? Genau. Musst du dir mal reinziehen. Ja, weil die nicht Blizzard waren, hätte ihnen keiner geglaubt, dass es so einfach gewesen wäre. Das ist wirklich meine Vermutung mittlerweile schon. Aber ich habe, wenn ich jetzt realistisch was sagen müsste, würde ich das auch sagen. Ich sage, die Private Server waren schon overtuned. Aber ich glaube, ich habe einfach so im Gefühl, das ist wie gesagt nur so ein, das kann ich nicht belegen, blablabla, ist einfach nur so ein Ding, habe ich im Urin, wie man so schön sagt, dass halt irgendwie, dass irgendwas mit so einem Pre-Patch zu tun hat. Aber wenn man sich die Patch-Notes durchschaut, man kann da, es gab keinen HP-Nerf oder so, keinen offiziellen. Deswegen weiß ich nicht genau, es fühlt sich ab und zu manchmal so ein bisschen komisch an den Raids, sagen wir. Aber der Damage ist übrigens, war gleich. Also der Damage kommt hin. Ja, einige meinten ja auch schon, dass... Weil die Shadow Flame macht nicht so viel Schaden, glaube ich. Zum Beispiel, dass... Dass die drei... danke dir, Ralfa, danke dir. Level up, lol. Trägt einer von euch Leder? Eher nicht. Timo eventuell, aber ja, eigentlich eher nicht. Ich trage Leder, ja. Wenn ihr was Grünes habt... Wir brauchen aber erstmal keine Hilfe, alles gut, Leute. Das ist entspannt. Wir leveln gerade ein bisschen vor Fun Horde hier auf Venoxus Max, moin. Ja, also wie gesagt, wir sind halt auch... relativ unproblematisch durch BWL. Alles eigentlich so wie erwartet. Die drei Loot-Drakes, also Ebonrog, Flamegore und Firemaw, hitten so ein bisschen harder, ne? Haben irgendwie auch alle gesagt. Also sogar als auch auf Private-Servern, meinen viele zumindest irgendwie, die harter hitten würden. Nee, finde ich nicht. Nee? Willst du nicht? Ich glaube, wir gucken immer in die Logs. Der Damage, den die Bosse machen, der kommt ungefähr genau hin. Also ungefähr genau, aber also es ist sehr nah dran von dem. Wir haben ja noch die alten Logs von uns, da können wir gucken. Das ist meistens das war auch das, was ich so gehört habe, wie das. Ja, es fühlt sich alles nur sehr weich an. So. Also der einzige Boss, wo wir so ein bisschen Probleme hatten, war Chromagus eigentlich. Weil wir auch direkt Timelapse halt hatten, ne? Wie es halt immer so schön ist, direkt am Anfang. Bis es nochmal ein bisschen schwieriger wird. Und also ich habe die Vermutung, wenn wir, also wir haben ihn, glaube ich, beim zweiten Try dann gelegt. Und ich habe die Vermutung, wenn wir da so ein bisschen gewiped werden, weißt du, und dann gar keinen Sand mehr gehabt hätten, ne? Dass wir dann irgendwann Probleme bekommen. Wie viele Tries habt ihr gebraucht? Zwei, hast du gesagt? Beim zweiten war er down, ja, tatsächlich. Ja. Aber auch nicht schön gemacht. Also war echt. Also ich habe auch echt so gedacht, eigentlich hätten wir da auch einen Wipe verdient, weißt du, so eigentlich so, ne? Aber irgendwie ist er dann noch gefallen. Und ich glaube, wenn man da öfter wiped, keinen Sand mehr hat, gerade am Anfang, wäre es vielleicht schwierig geworden. Ja. Das war so der einzige Fight, wo ich gedacht habe, wow, okay,
mal gucken, ob wir das noch schaffen, ne? Ich weiß nicht, welche Gilde du gerade gejoint bist da. Du bist ja einer anderen gejoint jetzt. Das sah ja jetzt nicht so schlecht aus, was da. Ja, also wir sind, das ist schon eine gute Gilde, vor allem auch sehr gut equipped eigentlich, ne? Das ist jetzt nicht so. Aber es ist auch keine Hardcore-Gilde, wo jetzt irgendwie Silver First oder angestrebt haben. Wir wollten einfach nur gut durchkommen durch die Ini, ne? Wir wollten jetzt nicht nach Geschwindigkeit oder so gehen. Und bei Nefarian war es dann wieder relativ einfach. Also der war einfach irgendwie nur, ne? Ja, Nefarian war irgendwie, wir hatten alle so den Respekt irgendwie und also wir haben ja, ein guter Vergleichswert ist halt, wir haben es am nächsten Tag dann nochmal mit Raid 2 gemacht, wo ich ja auch Retri spiele und wir hatten 34 Leute. Weil wir halt genau in der Woche haben noch welchen Rang fertig gemacht und so weiter. Ist egal. Auf jeden Fall waren wir 34. Und wir haben es halt auch geklärt. Aber da waren wir halt auch erst um 11.15 Uhr oder so fertig. Also da haben wir halt auch schon unsere ganze Raid-Zeit gebraucht, von 7 bis 11. Aber dafür halt mit 34, ne? Da haben wir auch ein bisschen an Firemore gewiped, weil wir dann halt auch Leute dabei hatten. Weißt du, Firemore ist halt das Ding, da hängen viele, weil da geht's halt vor allem um den Tank. Oder um die Tanks. Die müssen das halt komplett drauf haben. Genau. Ehrlich mal. Ja, das ist halt das Problem. Und da hatten wir halt zwei neue Tanks. Und das, wenn die halt das erstmal frisch machen müssen, und wir hatten ganz viele, die das halt noch nicht gemacht hatten. Und wenn du halt da frische Leute dabei hast, dann kann das ein bisschen anders aussehen. Und das war halt der Unterschied. Und ja, aber letztendlich haben wir es halt auch mit 34 geklärt und ja, weiß nicht. Das war ja, so. Okay. Ragnaros ist schwerer. Ja. Was macht Timo für eine Skillung? Meinst du mit dem Retri oder wie? Im Raid? Glaub, Damage Sniper, ne, oder? Timo oder wie? Ach so, hier mit seinem Schamanen. Timo, bist du noch da? Ich glaube, du bist gerade gemutet. Ja, hat gerade gemutet, glaube ich. Ja, sorry. Jo. BB, was machst du für eine Skillung mit dem Charmy hier? Ele. Ach ja, genau, Ele. Der einzige vernünftige Spec auf dem Ele. Best shit, ja, Schaman. OP, ey. Manola, moin, ja, moin. Einfach nur OP am Ende. Rex-Faran sagt, zweite Try, als wir hatten bei XY Probleme schon ein wenig LOL. Ja. Wir hatten mit dem zweiten Raid, mussten wir schon, da waren schon ein paar Tries. Also es waren schon so 6 bei uns im zweiten Raid bei Firemore. Wie gesagt, weil die Tanks waren frisch, die haben es noch nicht gemacht. Und das ist halt der Fight, wo Tanks das üben müssen und dann haben es irgendwann drauf, ne? Und dann ging es auch. Und es ging nur darum, das zu checken. Und viele Heiler auch und so. Für viele da war es neu. Also man kann das schaffen. Aber ich habe halt viele Streams geguckt und du gehst Verstärker. Ja, nice. Gönn dir. Holen wir die Ragnaros Hammer NP. Die haben, also ich habe viele Streams gesehen, die haben an Razor Go gestruggelt und an Firemore und an Chromagus dann als nächstes. War eh auch einige, Timo. Ja, nee, also es ist schon so. Also wir haben das ja auch schon gemacht, also das darf man jetzt auch nicht überbewerten. Und eine Stunde 15, okay, wir hatten einen Bug. Sagen wir mal, wir ziehen den Bug ab, 15 Minuten, dann wären wir bei einer Stunde 35 gewesen. Das ist jetzt nicht mega krass, ist mir klar, aber wir haben halt auch gesagt, ey, wir gehen halt rein, versuchen so schnell es geht zu machen. Und wenn wir Server First holen, ist moin, cool. Moin, Winkel, halt hast du gerade bekommen, T2 oder wie? Ja. GZ, ey. Dann war es halt Server First. Timo, hörst du mich? Ja. Bei Wael auch einige. Ja, hab ich, klar. Also, ne, auch gerade so dieses, ich glaube, da haben auch viele Respekt vor gehabt, ne, so dieses Agro-Management da will jeder rein buttern und so weiter. Ja, eben, genau. Das war, habe ich auch. Ja, direkt waren 6 mit dem zweiten Raid, weil da waren wir nur 34. Das war halt ein bisschen schwieriger. Aber ja. Hier ist Manola, moin. Ja, ich weiß meine Gilde. Drauf, wenn die ganzen Private-Server-Spieler rumheulen, wenn Classic Plus rauskommt. Warum sollten die da rumheulen, Blue? Also, ich freue mich auf Classic Plus. Alter, warum meinst du jetzt genau? Ja, ich auch, Ralfa, ich auch. Hatte auch Schuss mit Agro bei, war er. Ja, aber Timo. Ja, Classic genau, Plus einmal rauskommen, ist ja geil. Wichtiges oder spannendes Thema, wo ich so ein bisschen überleiten möchte gerade, der World First Attempt von den Apes und so weiter, ne? Hast du da reingeschaut? Wahrscheinlich nicht, ihr wart ja selber am Start, ne? Ja. Genau, ich habe die ganze Geschichte
mitverfolgt. Also Progress und Apes waren eigentlich so die hauptsächlichen, also eigentlich nicht, aber die ich halt verfolgt habe. Ne? Es gab in China noch eine Gilde, die auch oben mit dabei war, noch einige andere haben es auch versucht. Calamity, auch eine EU-Gilde. Und ja, overall. Ich dachte, die haben Bass beide geholt. Das Rennen war echt, also ich muss sagen, ich bekomme so viele Kommentare oder viele sagen halt so, okay, dieses World First Rennen wäre lächerlich, weil die eigentlichen World First waren halt vor 15 Jahren, ne? Ja, das stimmt auch. Ich kann das verstehen, so diese Meinung, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite finde ich irgendwie auch, finde es nicht schlimm, dass es Leute gibt, die halt sich da noch irgendwie eine Freude dran machen, so. Finde ich nicht schlimm persönlich. Finde ich jetzt nicht irgendwie schlecht für Classic oder so. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir halt diese und diese Spieler in WoW einfach haben irgendwie. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, wer das geschaut hat, also die Apes haben in, glaub, 32 Minuten da durchgeballert ungefähr, ne? Und ja. Progress halt auch, glaub, 38 Minuten oder so. Die waren quasi langsamer, aber sind früher drin gewesen, so eine Art. Und jetzt ist es quasi so, dass Blizzard hat quasi die Timestamps, also wann die Bosse weltweit zuerst gelegt wurden und von wem, ne? Mhm. Und Calamity und Progress haben quasi beide Nefarian wirklich in der gleichen Sekunde gelegt. Ja, genau. Das war richtig dumm. Es gibt also quasi keinen Gewinner. Nach den Blizzard-Logs mehr oder weniger haben die beiden Gilden sich World First geteilt und Apes war 8 Sekunden zu langsam. Ja, GG. Hätte vielleicht nochmal ein weiterer Rang 14 machen sollen, ja. Das ist halt ja, Alter, die Slacking, haben sich echt nicht, ganz ehrlich. Nicht genug Mühe gegeben, ne? 13 und das schon, Krieger haben nicht gereicht. Ja, überlegt euch das mal. Also, das ist halt auch, ne? Ja, auf jeden Fall, Tio, ich fand's halt echt interessant. Ich meine, du musst dir vorstellen, diese Gilde Apes, ne? Die bereitet sich drauf vor, ist in UBS drin irgendwie, kommt mit dem Portal nicht rein. Ja, ich weiß. Geht dann 8 Minuten später durch den Orb in die Inni. Ja. Und verliert das Rennen am Ende wegen 8 Sekunden Unterschied. Ja. Heißt, sie waren eigentlich schneller, ja, sie waren die bessere Gilde im Grunde genommen. Nee, sie haben es am schnellsten geklärt. Ja, aber sie haben es am schnellsten geklärt, eigentlich, ne? Sie sind halt nur 8 Minuten später rein. Nee, haben sie nicht. Doch, am schnellsten schon. Also ja, die Inni selbst. Ja, die sind die Inni, halt rein. Achso, genau. Ja, okay. Die haben nicht den World First geklärt, aber die haben die Inni am schnellsten geklärt, weißt du? Und das stimmt. Ja, sie und haben deswegen, die schnellste Klärzeit, so. Ja, und deswegen, es gibt jetzt quasi auch Leute, es gibt ja auch diese Logs halt, ne? Da sind sie quasi an erster Stelle, weil sie quasi die schnellste Speedtime haben. Die kann ja aber unterboten werden oder überboten, wie auch immer. Es genau. Kann ja jetzt, wird ja in den nächsten Monaten Leute geben, die schneller machen werden, ne? Mhm. Und daher ist es eigentlich relevant, wie schnell man sie geklärt hat, ne? Unrelevant. Und deswegen, ich fand es aber irgendwie für mich interessant und aber generell auch einfach total fragwürdig. Ich habe mich halt so gefragt vorhin, warum eigentlich Gilden sowas machen? Oder warum, was halt das Tolle daran ist, weil es ist ja eigentlich auch unglaublich, also die Voraussetzungen sind ja auch total ungleich, ne? Der eine kommt rein, der andere kommt nicht rein, der andere hat irgendeinen Bug, wie bei euch, weißt du, der andere hängt vielleicht noch in der Warteschlange. Was ist so deine Einschätzung von diesem ganzen, von dieser World-First-Thematik? Weil ich finde, auf einer Seite kann ich nachvollziehen, dass sich Leute für sowas interessieren. Es wird auf jeden Fall geschaut auf Twitch. Meine Mythos hatte irgendwie 11.000 View oder so, ne? Es ist schon Interesse vorhanden. Auf der anderen Seite ist es ein unglaublich, also eigentlich ungleiches Rennen letztendlich in vielen Fällen. Was ist so deine Meinung von dem ganzen Event? Geht's dir komplett am Arsch vorbei oder sagst du, ist interessant für eine Woche? Was ist da so deine Einschätzung? Ja, also generell bin ich auch der Auffassung, der Shit ist halt irgendwie seit 15 Jahren durch. Mhm. Kann man sich so hinbiegen, wie man will. Aber Speedrunning ist halt einfach in der heutigen Zeit ein Ding geworden. Und das ist, also das gab es schon lange, aber halt, es hat jetzt viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Auch bei Twitch und so, da gibt es einfach Speedruns von allen möglichen Games. Ja. Und ich kann die Sache verstehen. Und so weiter. Genau. Und ich kann die Sache natürlich verstehen und in Classic kommt jetzt halt wieder neu raus. Das ist jetzt auch eine Sache, die es nicht so oft gibt bei Spielen. Ja, also dass ein altes Spiel doch mal neu rauskommt. Und klar, dadurch wird das natürlich interessanter, weil das zu machen ist halt nicht mehr so die allergrößte Leistung. Das heißt jetzt nicht, dass jeder es schafft, das muss man auch mal klar sagen. Aber
deswegen messen sich die Leute halt dann irgendwie, es gibt halt immer so Leute in Spielen, die müssen halt immer competitive zocken. Mhm. Und du kommst von der Unterschrift sehr gut. Wurde dann so gefragt, ob die damit irgendwie Gilden, ob die damit irgendwie Gold verdienen oder irgendwie Geld oder Fame oder was auch immer. Ich glaube, es ist einfach Prestige irgendwie auch, ne? Ja, geht ja. So um dieses so einfach nur Gewinnen, egal warum eigentlich, ne? Ja, bei denen, darauf komme ich gleich. Und das Ding ist halt einfach, das Speedrun wird dann dadurch natürlich interessant, weil das alles theoretisch schon clear ist und man kennt es schon. Das heißt, es geht für Leute, die das competitive spielen wollen, für die, die es competitive spielen wollen, was an sich in Classic schon für mich, kann ich zum gewissen Grad, finde ich das immer alles okay, aber was da abgeht, kommen wir gleich drauf. Die competitive spielen wollen, die sind halt einfach, da gibt's nur Speedrun. Ja, einfach, ne? Wo man sich irgendwie noch messen kann, ne? Ja, wenn du es willst, kannst du dann darauf einbilden, dass wenn du alle möglichen Consumables spammst und auf dem eigenen Privatserver die Runs übst, dass du dann besser bist. Mhm. Also das muss darf man auch nicht vergessen, dass halt ganz viele Gilden halt auch, das werden die auch wieder gemacht haben, die sind dann nicht einfach so wie wir oder ihr irgendwie einfach dann an dem Abend rein. Wir haben uns auch vorbereitet und sind die Taktiken durchgegangen. Aber ich glaube sowohl nicht, dass die nicht auf ihrem eigenen Privatserver wieder waren. Ja, ja, genau. Und diese Runs geübt haben. Da wollte ich auch noch drauf eingehen. Da hat, ja, hast du das von Stay Safe schon gesehen dazu, zu dem Thema? Nee. Hat er heute hochgeladen. Nein. Da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen. Muss ich vorstellen, Leute. Viele von den Hardcore-Gilden haben monatelang zum Teil auf Private-Servern, also auf Servern, wo sie quasi selber einfach alles auch bestimmen konnten, wer da drauf kann und so weiter, haben sie BWL schon geübt, ne? Und das ist irgendwie auch so ein Punkt, wo ich mir dann so denke, das weiß ich halt nicht so, ne? Ja, und das ist jetzt halt, man denkt dann halt so, ah nee, Quatsch, aber das haben die immer gemacht, das haben die auch auf Private Realms, auf Private Realms haben die ihre eigenen Private Realms aufgesetzt, weil das ja Open Source war, kannst du einfach, so Javaxea aus unserer Gilde hat auch einen, wo er irgendwie manchmal Items testet oder so ein Scheiß, so. Und da haben die das halt, weil du kannst einfach diesen Server kopieren, weil das Open Source ist. Aber du musst ein bisschen einrichten, mit GM dich auskennen und bla, das war's. Und dann haben die da auch für Private Server Akku, da war Salad auch mit drin, haben die zwei Monate vor Akku 40 Release auf dem Private Server, haben die zwei Monate einen Tag festgelegt, wo die Speedruns in Akku 40 geübt haben. Und die haben dann halt auch mit GM-Commands alles wieder respawned und sind nochmal durch. Vier, fünfmal durch an einem Abend und haben das geübt. Und ganz ehrlich, ja, wie gesagt, jeder so, wie er will. Das ist ja, kann ja jeder so machen, wie er Bock hat, aber das ist halt dann irgendwie auch so ein bisschen Blue, wer ist kann man machen, das müssen wir auch nicht machen. Was? Noch hier ist Gameboy. Ja, ohne nice. Scheiß, also ich weiß auch nicht. Vor allem, ihr müsst mir überlegen, quasi für, das war ja damals für einen, die haben quasi auf einem Private-Server für einen Private-Server geübt. Ja. War noch nicht mal ein offizieller Server von Blizzard. Aber das ist wichtig, um zu verstehen, also, was für eine Art Mensch das ist. Ja, verstehst ja. Du? Wo du, weil du gesagt hattest, Hauptsache gewinnen um jeden Preis. Das sind so die Konsorten, die in einem Warsong, das geht ja noch, aber es sind halt so Leute, die in einem Warsong 15 Separate Charges loslassen, in einem Warsong, wo ein ganzes Team Lips poppt und so. Ich meine, da ist es noch PvP, da habe ich noch ein bisschen mehr Verständnis für. Was aber auch schon Gehirn amputiert ist, meiner Meinung nach. Aber gut, das kann jeder so machen, wie er will. Wenn es ihm das wert ist, dieses eine Spiel zu gewinnen, das ist okay. Aber halt dann halt auch noch auf einem Private-Server für einen Private-Server zu üben, zwei Monate lang, ist ja okay. Aber dann, wie gesagt, wenn man das sich vor Augen hält, das ist halt eine besondere Art Mensch und diese Gilden ziehen halt auch sowas an. Und da geht es halt auch nicht nur um Kompetitivsein. Sondern da geht es halt auch ein bisschen darum, dass man gewinnen muss und dass man irgendwie, also ich stehe auch zu der Meinung, dass man da halt auch so eine bestimmte, ich sag jetzt mal ganz diplomatisch, Persönlichkeit haben muss. Freundlich formuliert noch. So ausgedrückt, sagen wir es einfach mal so, weil wir kennen ja auch ein paar, die. Ja, das ist halt. Das ist ein bisschen unangenehm, wird es an der Stelle dann schon. Ja, es sind halt auch einfach schon ne, so. Also, ich rede hier von einem Schichtsystem im Ungoro-Krater. mit einem 8-Stunden-Schichtsystem, Frühnacht- und Spätschichtsystem.
um die, damit ja kein anderer irgendeinen Devil Sword bekommt. Ja, die haben wirklich. Die kennt ja die Mafias, ne? Aber die Mafia ist immer Schichten okay. Gehabt in WoW. Ja, die haben eine Schichten. Schicht. Muss zur Schicht gehen jetzt. Und Leute haben das gemacht. Das ist das Schlimmste an der Sache. Ja. Alter. Und mit was für einer Persistenz sie sich daran gesetzt haben, da ging es nur noch darum, so, Hauptsache du kriegst es nicht. Und die haben, teilweise haben die auch Server dann praktisch das weitergemacht, obwohl es keiner mehr brauchte und obwohl es keiner mehr gekauft hat. Aber einfach nur, es dann halt schon, macht es für mich, da muss irgendwas im Kopf psychologisch irgendwo in eine gewisse Richtung rennen, damit man das macht. Und, aber wie gesagt, letztendlich kann jeder so zocken, wie er will. Das war ja auch einer der Gründe, also da hätte viele von denen gelandet auf Gehenners, auf dem europäischen Server mittlerweile, Apes, also rund um Monkey News und Dream State und so weiter. Brauchst du gar nicht. Einer der Gründe, warum die beiden jetzt zum Beispiel auch keinen Bock mehr hatten auf den Server keinen Bock zum Beispiel. Drauf. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ein bisschen von diesen Leuten halt distanziert hat, weil wir die ja auch. Es ist unangenehm. Es ist erlebt haben auf vielen Private Servern einfach. Genau. Also das ist einfach so. Es war dann halt unangenehm. So, egal was in dem Spiel irgendwie, wie soll man sagen, was man anstreben wollte, diese Leute haben alles vor einem bekommen. Immer. Egal, was da nicht war. Ja, aber es geht und das ja war nicht noch nicht mal das Schlimme. Nee, wollte ich auch sagen. Es geht nicht um Neid oder so. Ohne Scheiß. Ich bin auch jemand, so, der sagt, ey, ich gönne jedem, der Rang 14 macht. Ich freue mich für die so. WoW lebt auch davon, dass es schlechte Leute gibt mit schlechtem Gear und gute Leute mit gutem Gear. Das gehört auch dazu. Man muss auch, also WoW kann man, glaube ich, auch nur feiern, wenn man damit klarkommt, dass es immer Leute geben wird, die mehr spielen können. Das ist nicht das Problem. Aber die Art und Weise, wie zum Teil auf diese Leute diese Sachen angegangen sind, mit irgendwelchen, mit 100 Twinks, die irgendwo standen, alles gescoutet haben und so weiter. Ja. Junge. Also die Art und Weise, wie wirklich dieses Spiel dominiert wurde von diesen Leuten, da habe ich einfach nach so vielen Jahren auf den Private Servern keinen Bock mehr drauf gehabt, dass ich wirklich gesagt habe, ey, ich gehe einfach auf einen deutschen Server, wo es zumindest so ein bisschen chilliger ist. Und wie gesagt, es geht nicht darum um Neid oder so, es ist mir scheißegal. Ich, zum Beispiel, ich will gar nicht, das Akku-Mount will ich gar nicht haben. Zum Beispiel, das werde ich auch gar nicht, ich habe da keine Lust drauf. Wenn das sich irgendwer holt, dann ist das nice für den so, ne? Und Sam, auch keinen Bock darum drauf. Darum geht's nicht. Das ist ein Grind der Hölle. Es geht, weil wir hatten, Blume und ich hatten natürlich schon mal irgendwann ein Video gemacht. Er war natürlich wieder die Spezialistin statt. Ah, ihr hatet voll die Apes ab. Ja, nee, also man muss halt auch ein bisschen, egal, also man kann das, glaube ich, verstehen, was wir meinen. Es geht nämlich darum, es ist einfach ein bisschen, es geht nicht darum, dass andere was vorher haben, weil es war einfach die Art und Weise, also das Level, auf dem das gemacht wurde, war einfach so, Junge, ey, so, du konntest einfach, du hattest immer so diese ganz komischen Leute da, die dann halt auch, letztendlich betrifft es dann halt auch die normalen Spieler doch irgendwo, wenn halt irgendwo, wenn es halt, ne, wenn die Krankheit im Kopf irgendwie so hart wird, dass von einer Gilde, dass die halt irgendwie. Es ist halt einfach. Bestes Beispiel war halt einfach Grizzly, die einfach wieder angefangen haben zu ranken mit ihrem ganzen Team aus Spaß, weil irgendeiner in der Ranking-Premade, den mochten die nicht. Und dann hat die ganze Gilde angefangen wieder zu ranken. Nur um denen seinen Rang versauen, um dem seinen Rang zu versauen. Und die haben einfach 6 Wochen lang Bracket 1 angehoben auf 2 Millionen Ehre. Und das ist nicht 2 Millionen Ehre mit AV, sondern mit Warsong. Und die haben das aus Spaß gemacht, weil sie den hassen. Und das ist dann die Art und Weise, du musst erstmal die Leute finden, die das aus Spaß so machen. Ja, mit 19 Stunden am Tag spielen, damit der eine seinen Rang 14 nicht kriegt oder 6. Hier wird gerade geschrieben, das gibt ist die Art und Weise von Menschen. Lucifon, der hat 10 Hexer auf der Welt stehen für Portale. Ja, genau so. Und also ich erinnere mich auch noch gut an. Hallo. Du bist jetzt in YouTube drin, weißt du, ne? Ja, ich weiß, du brauchst Hilfe. Meine Figur kommt nicht mehr raus aus dem Baumstamm. Kommst aus dem Baumstamm nicht mehr raus? RIP. Ja, kannst du mal die Ansicht. Du guckst dir auf den Kopf. Deine Rüstung ist rot. Also ich rede von der Art. Ich weiß noch, die haben Bots geschrieben, die halt. Oder Programme, was weiß ich, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. So, aber ich weiß es halt, weil jemand drin war. So, bei Pro, weiß gar nicht mehr, wo es genau war. Egal. Wo ein aber Char irgendwo rumstand. Von Dalak wahrscheinlich, ne? Wie hieß die Nummer? Nee, da war es nicht, aber woanders. Und die, ist ja auch egal, wo es jetzt ist, aber fängt mit P an. Und da standen halt Chars
Und die haben halt NPC-Scan, kennst du das Addon, ne? Und dann haben die halt Programme geschrieben, die dieses, wenn irgendwo ein NPC in deine Draw-Distance kommt, macht das Addon einen Alarm. Und so, das haben die dann halt irgendwie so gemacht, dass die ein Char in Raid-Chat schreibt oder so. Da waren dann alle, auf dem zweiten Account waren alle Scouter in einem Raid von dieser Allianz. Mhm. Und die haben dann, wenn irgendwo ein NPC aufgefasst wurde, haben diese Charaktere das automatisch in einen Raid-Chat geschrieben, wodurch es aufgenommen wurde durch ein Third-Party-Programm, was dann einen Skype-Call ausgelöst hat, beziehungsweise im Discord-Bot irgendwo was gemacht. Ja. Du hast so angerufen irgendwo, dass Azurekos ab ist. Junge, überleg dir das mal. Für einen Private Realm. Sorry Leute, muss los, Azurekos ist nachts. Ja. Weil die es halt nicht handeln konnten, dass den auch mal jemand anders kriegt. Ja, das geht nicht. Das ist, wenn sie. Da ist irgendwas, ist egal. Da spielt irgendwas mit, was wo man Psychologen einstellen müsste, glaube ich. Ja, um das noch zu beenden, das Thema. Also ich finde einfach, es ist halt ein Unterschied, ob man jetzt 2005 irgendwie ein, zwei Gilden irgendwie so auf dem Server hatte, die halt irgendwie mega hardcore am Start sind, oder halt irgendwie, ob da halt eine 20 Gilden hast, so, ne? Und deswegen habe ich damals gesagt, ey, auf diesen Hype-Server werde ich nicht gehen. Und habe ich eigentlich auch nicht bereut. Ja. Charakter steckt fest. Ostrava, wir sind auf Patchwork. Willkommen. Ja, aber gut, gehen wir nochmal jetzt eine Nummer weiter. Ja, World First, BWL und Tryharding und so weiter ist Ingame. Was ist jetzt so deine aktuelle Meinung über den Stand der Dinge? Also letztendlich ist ja schon positiv eigentlich. Viele Leute kommen zurück, merkt man schon gerade. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel einige Leute heute gehabt, die meinten, dass wieder Warteschlangen wären auf ihren Servern. Denkst du, jetzt fängt so ein bisschen so der zweite Frühling von Classic an gerade? Oder also deine BWL ist, glaube ich, also der Patch, habe ich irgendwo mitbekommen, ist der größte Content-Upgrade-Patch, den es überhaupt irgendwie gibt, anscheinend. Ja. Sorry, kannst du nochmal wiederholen? Tut mir leid. Grob. Nein. Also, was ist. Nein. Ja, also, wie gesagt, jetzt BWL ist quasi am Start. Was ist jetzt so dein Stand der Dinge? Bist du zufrieden mit dem, wie es lief? Denkst du jetzt werden. Also, ich merke halt schon, da kommen viele Leute wieder. Die Nachfrage nach Classic steigt schon wieder so. Wird wieder berichtet von mehr. Warteschlangen und so weiter. Eigentlich ist ja auch eine gute Entwicklung, so, ne? Ja, gut, ist ja logisch. Ist ja BWL jetzt draußen und logisch. Ich finde es ganz gut im Moment. Also, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Also, man muss halt eine Sache sagen: BWL ist natürlich deutlich härter als MC. Jetzt ist ja klar. Glaube ich. Ne? Aber, also, es ist natürlich deutlich härter als MC. Ist ja klar. Und für manche Gilden wird das später einfach immer noch, jetzt sag ich mal, wo man nicht einfach mal so branded durchrennt. Das wird immer noch eine gewisse Herausforderung haben, oder es gibt immer Mechaniken, wo man halt auch wipen kann. So. Und ich finde es eigentlich einen ganz guten Stand so, und ich finde es jetzt auch nicht zu leicht. Ich fand es nur ein bisschen weich. Aber nicht ganz schlimm. Einfach nur die Mobs ein bisschen weich. Aber das liegt daran, da liegt viel an der Erfahrung, die wir haben durch Private Realms. Und dass halt Apes und so da so durchrocken, ist auch klar. Also das haben sie sich auch verdient. Also ich meine, klar, wenn man das halt so übt, das war mir klar, dass sie halt so einen schnellen Run machen. Ich hätte halt gedacht, dass BWL ein bisschen schwieriger wird als auf Private Realms, weil manche Bosse vielleicht Fähigkeiten haben, die nicht auf den Private Realms waren. Weil es gibt's ja auch oft in MC gibt's ein paar Sachen. Daniel, danke dir für den Follow. Willkommen. Und deswegen dachte ich eigentlich, dass es ein Stück härter wird als ein Stück leichter. Aber es ist andersrum. Also von daher, klar, Alter, wenn du irgendwie 13, 14 Rang 14er in deiner Gilde hast, gerade das ist ja noch bei BWL noch schlimmer. Also BWL Speedruns bauen immer noch auf 20 Milli auf und so. Ja, ja, und das wird sich das dann später dann ändern. Genau, und das knallt so hart rein. Ja, ich glaube auch gerade auf Hordenseite noch mal mehr mit Windfury und so, oder? Glaube ich, ist noch mal kranker. Nee, hey, Salvation halt, du kannst nicht raus. Meinst du, ist es, ja? Meinst du es? Ah, Kings und Salvation. Ausgeglichen, meinst du, oder meinst du, Alice haben Vorteil vom Damage, oder? Ich glaube, es ist gleich. Ich glaube, wenn Apes Horde spielen würden, wären sie trotzdem Erster. Okay. Oder Zweiter.
Dritter, sorry. Meinst du, er nimmt sich nicht wirklich? Kann man nicht wirklich so sagen, ne? Glaube ich nicht. Okay. Ich glaube, es ist egal, wenn du die gleichen Spieler auf Horde packst. Die waren doch auch schon mal irgendwo Horde. Ja, ja, klar. Ich würde sagen, Allianz ist ein bisschen besser wegen Salvation und Kings. Weil du kannst, Windfury hört sich mal geil an, aber du kannst nicht unbedingt komplett ausspielen, weil du halt die Agro hast sonst. Okay. Mhm. Glaube ich. Aber gut, weiß ich jetzt nicht. Okay. Vier Ward noch, ja, aber ihr habt auch Tremor-Totems. Also das Vier Ward-Argument ist immer so eine Sache. Ihr habt ja Tremor-Totems, also. Mhm. Ich weiß nicht, oder wenn ich da falsch liege, sagt's mir, aber. Ja, ich hatte auch. Ja, ihr habt ja Vier Ward, aber ihr habt ja auch Tremor-Totems. Also Windfury hört sich immer so OP an, ne, aber weiß ich auch nicht so genau. Hatte ich nur so die Vermutung. Weiß ja auch nicht so genau. Du kannst schon predikten, wenn der Vier kommt. Aber ja, okay. Das stimmt schon, Bennett, ja. Okay, ja, gut, 4 Watt macht es auch nochmal. Wie gesagt, ich würde sagen auch so, ja, Bennett, also minimal, Allianz hat schon minimalen Vorteil. Und wahrscheinlich deswegen, weißt du, wie es ist. Ja. Nö, ansonsten, Chromagos war, haben wir 2 Tries gehabt. Und beim zweiten ist keiner gestorben mit 34. Firemaw ist halt so ein Ding, wo viele hängen. Da ist einfach nur der Trick, dass man sich, dass der zweite Tank, also ich würde es gar nicht in dem Gitter tanken, wo das viele machen, sondern einfach in der Tür. Und der Trick ist halt, dass der zweite Tank clean bleibt, seine Stacks resettet, dann hinter den Boss geht, kurz bevor das Wing Buffet kommt. Und da muss der Tank halt einfach schauen, weil die DBM-Timer sind nicht ganz akkurat. Er muss halt gucken, wann der Boss wirklich die Wing Buffet oder weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch, das Aggro wegmacht. Wartet, muss hinter dem Boss warten und warten, bis er das wirklich castet und es den Tank getroffen hat. Dann gehst du schnell durch ihn durch und tauntest und lässt ihn an der Stelle. Und der andere geht seine Stacks resetten. Fertig. Aber das ist halt. Und manchmal musst du ganz schnell neu positionieren, dann musst du halt wissen, welche Cooldowns du ziehst. Das ist absolut tankmäßig und die Heiler müssen sich auch schnell mit positionieren. Und das kann halt ein bisschen Übungssache sein, deswegen. Und auch der Trash kann nervig sein. Wäre auch nochmal interessant, geht aber jetzt ein bisschen zu tief in die Materie wahrscheinlich. Ja, ich mache jetzt die TLDR-Guides heute Nacht fertig und morgen. Ja. Und dann könnt ihr auf meinem Channel das da euch angucken. Ich mache die so kurz wie möglich für jeden Boss. Tacke. Also auf jeden Fall YouTube-Algorithmus immer kurz bleiben. Ja, ja. Ja, letztendlich. Alles für die BWL ist am Start. Ja, ich weiß nicht. Ansonsten, wenn du noch meine Meinung zu BWL, hatte ich eigentlich so grob gesagt. Ihr seid auch zu den Tryharden und zu dem Speedrun, wer es will, soll es machen. Ich sehe das halt immer so, man muss es nicht übertreiben. Wir machen auch mal einen Speedrun, um eine Zeit zu machen und dann ist wieder gut. Und ja. Mhm. Aber es gibt halt Leute, die wollen, es ist halt so wichtig. Aber für das, was die alles investieren, also es ist ja nicht so, dass die da sich mal 3 Wochen lang stark vorbereiten, sondern wir reden ja eher von 3 Monaten alles geben und seine Chars auf andere Server transferieren, da man da einfacher Rang 14 machen kann, dann wieder zurück zu transferieren, damit man mehr Rang 14 kann. Diesen ganzen Scheiß, überlegt euch das mal, wem es das wert ist, um dann halt irgendwie Dritter zu werden, sorry, aber ist so, und dann holt Calamity den First, keine Ahnung, wer es ist, das würde mich dann halt irgendwie, also ja gut, mit Progress weißt zusammen. Du, wenn man halt so, ja gut, aber wenn man halt so hart irgendwie auf die Kacke hauen will und da wird man halt nur Dritter, dann muss man sich halt auch gefallen lassen, dass die Leute drüber flamen, finde ich halt. Ja gut, ne? Aber Timo, sie sind ja wirklich irgendwie wieder reingekommen. Ne? Muss man sagen, das ist, Glück ist immer auch eine Variable. Aber, wie viel überlässt du dem Glück? Oliver Kahn, sag dir mal, wie viel überlässt du dem Glück? Ja, vielleicht hätte man auch sagen können. Also es wäre auch ein Argument, dass man sagt, na gut, dann hätten wir halt woanders ausloggen sollen oder so. Ne? Genau. Halt, wir haben ja auch in dem Teil von LBS ausgeloggt, wo man hochlaufen kann. Und, und dann sind wir halt runter und dann kommst du da raus, wo der Quartermaster steht und gehst links einfach zum Orb. Da hat auch irgendwie eine Salty-Gilde probiert, uns zu wipen natürlich, ne? Weil wir Leben darauf ausgerichtet haben. Aber leider ist keiner gestorben und alle von ihnen sind abgeplatzt. Ja, das ist darum, aber das ist halt auch, natürlich alles das meine ich so, deswegen ne? Auf einer Seite, ne, verstehe ich das Argument, diesen 8 Minuten oder was weiß ich, später rein, auf der anderen Seite gehört ja eben dieses, ob man das zur Preparation dazu, ne, ob man halt eben gut schaden kann oder nicht, ne, und sie haben halt hier gepokert und halt nicht geklappt. Nein, ist ja auch nicht schlimm, ich finde es ja trotzdem gut, der Effort, den sie gemacht haben, wie gesagt, versteht mich nicht falsch, ich werde es nicht shit-talken oder irgendwas, ist alles cool. Genau.
Und nur ich finde es halt manchmal ein bisschen übertrieben und ja. Ja. Man kann das Spiel auch so gut spielen, ohne dass man. Genau, und letztendlich ist ja auch, das interessiert jetzt nicht so viele, denke ich mal. Einige interessiert es so, ich finde es wie gesagt auch ganz interessant. Aber ne, viele normale Gilden, die ich so beobachtet habe, haben halt auch noch Probleme gehabt im BWL, werden sich da auch jetzt irgendwie durchkämpfen. Und ja, ich denke einfach, BWL tut Classic auf jeden Fall gut. Die Leute kommen wieder. Man hat auch ein bisschen mehr zu tun irgendwie so gefühlt. Und ja, vor allem auch der Raid an zwei sich. Zwei Raids. Genau, halt, ne, man hat einfach mehr Raid-Content. Und der Raid an sich ist auch einfach, selbst wenn er nicht schwer ist, cool. Ist vielleicht, selbst bei euch, Timo, ne, hast du ja gedacht, ist nicht schwer oder so für gute Gilden. Aber es ist halt anstrengender, ne? Und es ist einfach auch so ein bisschen mehr fokussiertes Spielen irgendwie, ne? Oder? Als Molten Core. Ja, als Molten Core auf jeden Fall. Nee, klar, du musst da schon wacher sein. Also ich finde es einfach gut. Das ist ein anderes Level als Molten Core. Nicht krass für mega gute Gilden, aber man, es ist schon so. Also, so einfach interessanter vielleicht. Interessanterer Raid. Und jetzt kann man halt auch wieder gucken, ja, okay, jetzt weiß man halt, wie es wirklich ist. Und am Mittwoch können wir jetzt ein paar Sachen, wir machen jetzt nicht gleich am Mittwoch wieder einen Speedrun oder so. Wir nehmen uns am Mittwoch die Zeit und probieren halt ein paar Sachen aus. Mit dem Portparler, der dann halt AOE tankt und wir ballern alles rein und ja. Die zwei da und da links tanken, können wir das machen. Wir machen ein Ding für ein Suppression Room, was ein Spezialding, was wir ausprobieren wollen, womit wir praktisch eventuell alles umgehen könnten. Also kein Exploit, aber wo man halt was kiten kann und dann entweder weg AOE't. Ja? Okay. Also müssen wir halt mal schauen. Das macht uns halt auch Spaß, so Sachen auszuprobieren und das ist schon geil. Und wir haben halt am Mittwoch dann das gemacht und heute hatten wir noch, haben wir unser MC geklärt und ja, zwei Raid-Tage. Also wir werden es am Mittwoch dann alles in einer Rutsche machen, aber dann hast du halt auch mal so einen Raid-Tag, wo was los ist und nicht nur fucking MC da irgendwie und tschüss. Ja, hast du noch irgendwie abschließend zu BWL irgendwas zu sagen? Was denkst du so in Zukunft? Wie wird sich das so entwickeln mit BWL? Denkst du, diese Speedrun-Thematik wird dann bei AQ auch wieder aufkommen? Oder ja, was sind so deine man muss sich einfach von dem, also erstmal wollte ich noch sagen, Elementium-Erz droppt viel zu wenig, aber das soll wahrscheinlich auch so sein. Also sagen wir mal so, auf Private-Servern ist es wirklich viel zu viel gedroppt. Okay. Wir haben jetzt 6 und ein befreundeter Tank, der sponsert uns jetzt 3. Deswegen werde ich jetzt mal probieren, irgendwie ein, zwei Leute anzuhauen, ob wir heute Abend noch unser Thunder Fury bauen für mich. Und ansonsten haben wir das Mittwoch. Ah, okay. Nice. Davon abgesehen, finde ich es eigentlich. Nee, keine Ahnung, mir macht Spaß. Und von diesem Gedanken muss man sich eh verabschieden, dass irgendwie was, ein Raid rauskommt in Classic und dann wird da getried oder so. Leute machen das, also so Leute, die bei Dream State auch. Dream State ist zum Beispiel eine richtig gute Gilde, die das auch so hinkriegt, ja. Und aber halt diese ganzen Gilden, die auf World First gehen, das sind alles Leute, die halt erstmal spielen die seit 2005 ganz viele und die es nicht tun, spielen schon seit 7 oder 6 Jahren. Meinst du Reifer? Und die haben halt auch auf eigenen Privatservern für Privatserver schon trainiert, monatelang. Und die werden das auch weiter so machen. Ne? Die werden es auch immer noch weiter so machen, macht euch da keine Illusion. Das wird, AQ40 wird. Das ist eine längere Inni. Ich sag mal, AQ40 wird eine Stunde oder anderthalb Stunden, nachdem es draußen ist, clear sein. Ja. Wenn nicht schneller. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, bestimmt. Stunde, Viertelstunde so, ja. Ungefähr. Auf jeden Fall. Aber das macht nichts. Lasst euch als Spieler davon nicht den Spaß versauen. Genau, das machen wir auch nicht. Ja. Also genau, das finde ich auch. Es werden jetzt wieder viele Kommentare kommen oder auch, es ist immer so dieses, ja, ist doch alles egal, der Content ist doch eh schon down und so weiter. Ja, das war ja, klar, ja, was klar, versteht logisch. Man ja auch. Nur ich finde einfach, es ist schon, ich meine, das Method World First Race, okay, das ist komplett neuer Content, eine komplett andere Geschichte. Das ist anders. Ja, auf jeden Fall. Aber letztendlich interessieren sich die Leute anscheinend irgendwie auch für diese Speed-Competitive-Geschichte in WoW immer noch. Irgendwie ist es halt irgendwie auch ein Teil von WoW. Und für mich ist es persönlich kein Problem eigentlich. Also für mich ist es nichts, mich interessiert es nicht besonders. Ich lass mir das immer sagen oder ich gucke auch mal rein irgendwie und dann weiß man halt, ja cool, die sind jetzt Erste. Aber wie gesagt, deswegen, weil es halt auch nur so, ah cool, weil es ist ja schon seit 15 Jahren eigentlich clear, ich bin da auch eigentlich so, mich interessiert es nicht. Also nicht so doll und man sagt halt, ah cool, ah nice für die. Und dann diesen ganzen Aufwand für das, also denen muss das auch selber richtig Spaß machen zu Speedrunnen. Sonst macht man das nicht. Oder halt irgendwas, ne?
So, das kann auch sein. Das wird auch ein bisschen mitspielen bei manchen. Aber viele bei denen werden auch einfach nur sagen, mir macht es einfach Spaß zu speedrun. Mhm. Das kann man ja auch nicht übel nehmen, finde ich. Und aber wie gesagt, lasst euch den Spaß nicht davon versauen, weil das ist egal. Also gerade weil es seit 15 Jahren schon clear ist, ein Grund mehr, einfach Spaß zu haben. Und klar, wenn man Server First holen kann, ist es doch nice. Und wenn einem das Spaß macht, Server First zu holen, ist es auch. Und wenn man da keinen Bock drauf hat, ist es genauso geil. Ne? Das ist ja das Schöne an WoW, jeder kann es halt eben so spielen, wie er möchte. Ja. Die Leute denken halt auch immer, ich habe ja auch mit unseren Server First Clear hochgeladen und dann waren auch schon wieder irgendwelche Salty Boys und so, das ist ja nichts Besonderes. Die waren ja auch beim anderen YouTuber direkt drüben, aber auch, das ist auch nichts Besonderes. Also ja, ach was, ich lade trotzdem meine Runs hoch, weil es mein YouTube-Channel ist, so, weißt du? Ja. Ah, hier haben wir Server First gemacht, das ist der Run. Wen es interessiert, der kann sich ja reinziehen. Aber wen es nicht interessiert, der kann es ja bleiben lassen. So. Ist ja nicht so schwierig zu verstehen, das Konzept. aber es ist schwierig für manches. Es gibt ja auch Leute, die gucken, gibt einen Markus-Lanz-Kanal, wo Leute die ganze Zeit Sendungen von Markus Lanz hochladen, um sich darüber zu beschweren, wie blöd er ist. Unter jedem Video aber. Er ist aber auch. Ja, gut. Aber die gucken sich halt 2 Stunden lang Markus Lanz an, flamen dann darunter und gucken sich dann die nächste 2 Stunden Markus Lanz an, darunter zu flamen. Das ist halt irgendwie IQ3, ne? Ja, dann würde ich sagen, genau, das war der BWL-Talk an der Stelle. Wir sind bei 50 Minuten angekommen. Vielen Dank, Timo, auf jeden Fall an der Stelle. Na, ich werde mal meiner Freundin helfen gehen. Stuck auf ihrem Gnom irgendwo in Dunmoro. Ja, Dunmoro und kackt da ab. Mit rotem Gear. Ich guck mal, was ich machen kann. Leute, wir suchen noch Unterschriften für die Guild of Vinoxis Horde. Wenn ihr Lust habt, kommt doch mal hier an Stein. Gibt's Unterschriften, würde ich mich sehr drüber freuen. Gerade? Komm ich auch mal vorbei. Invite mich mal. Ich bin an der Palme an der Bank. ja, eine Gruppe, oder? Genau. Ja, invite mich mal. Genau, dann vielen Dank, Leute. Ja, für die Aufmerksamkeit. Schreibt mir gerne eure Meinung zu BWL in die Kommentare. Wie habt ihr so die erste Woche erlebt? Hat euch das World First Rennen überhaupt irgendwie tangiert? Oder sagt ihr so, ey, ist mir vollkommen egal. Gerne eure Meinung in die Kommentare und in dem Sinne euch noch einen schönen Raid, guten Loot und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Geil.